Der äußerst unbrutale, aber coole Gusor. Äh, ja, hier sehen wir gerade. <laughs> Oh, Clasher ist sogar falsch geschrieben. Aber egal, läuft auf jeden Fall bei ihm. Er hat meine Base, äh, ja, probiert nachzubauen und hat das auch ganz gut hingekriegt nach dem ne neuesten Layout, Einwandfrei. Und gucken wir mal, wie es eben bei ihm läuft. Und wie gesagt, dann einfach immer schön reinposten, einfach in die Kommentare reinballern. Hier, ich habe auch deine Base und bei mir hat es das und das gebracht und so weiter und so fort. Das würde mich halt mal ein bisschen interessieren. So, jetzt sind wir aber wieder. Im Bereich Town Hall 8. Und wir sagen dem Gegner wieder, gute Nacht. Wir wollen natürlich wieder hier ein paar Dragos an den Start bringen. Und ihr seht es hier gerade selber, ich bin sogar schon von meiner Million runter. Das finde ich ziemlich krass, dass das doch so krass schnell gegangen ist. Aber ich muss auch wirklich sagen, dafür waren einfach die letzten Angriffe ziemlich, ziemlich. Geil. Also wirklich hier, das gab schon immer ganz netten Loot. Also hier, das war, das war mit, mit so fast das Schlechteste hier. Ähm, das ging schon richtig gut los. Und hier gucken wir uns das einfach mal. Das hatte ich auch bei Facebook gepostet. Äh, den habe ich dann einfach, als ich dann wusste, gut, okay, das Ding geht klar, äh, habe ich den dann einfach nicht abgebrochen, sondern bin einfach rausgegangen und habe den einfach laufen lassen und äh, dann wusste ich ja eh, das Ding läuft halt, und dann passt das. Ja, wie gesagt, das war jetzt auch nicht wirklich schwer, einfach mal weiter äh, machen und das war halt einfach nur Bam, Bam, Bam. Und wie gesagt, ich bin halt wirklich so ein Verfechter der Rage Spells. Ich mag die, ich finde die total cool und deswegen äh, kommen die bei mir auch immer wieder an den Start. Und das läuft hier ziemlich geschmeidig. So, nee, und äh, da ist es einfach genial. Wann machst du Video? Jetzt. Du bist drin. So, zack, zack. Das läuft auf jeden Fall. So, ich hau einen Angriff raus. Ich skip euch, wenn ich irgendwie jetzt eine Ewigkeit drücken sollte. Oh, hohohoho. nee, das war gar nicht mit viel drücken. Äh, uh, yo. La, 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 la. Normalerweise würde ich sagen, natürlich, wir gehen auf jeden Fall aufs Dunkle. Aber muss ich jetzt echt sagen, gehe ich gar nicht. Ich mache hier jetzt einfach eine kleine Sache. Und dann gucken wir mal, was wir an der CB noch drin haben. Und jetzt droppe ich die. Ich droppe den Rage nicht mehr so weit vor den Drachen. Weil ich mir halt wirklich denke, äh, ewig drauf vor, jetzt dann gehen sie doch nicht mehr rein. Kein Bock drauf. Den anderen Drache als ordentlich zerberste, zerborsten, wie auch immer. Auf jeden Fall ordentlich reingeballert. Na schön. Ja, hier noch ein bisschen mehr. Hier muss noch einiges mehr gehen am Gold. Auf jeden Fall. Ja, ich würde fast sagen, ja komm, die Rage, war hier noch. Genau. Gerade noch so im Rage drinne ist halt wirklich so eine Richtig große Gefahr. Der, der Rage-Umfang ist natürlich nicht so riesig groß. Aber es wäre natürlich auch übelst OP, wenn der doppelt so groß wäre. Ich glaube, dann äh, würde es nur noch 3 Stars geben. So, gucken wir mal, was er hier so abliefern kann. Mit den Dragos. Schön leer gemacht. Und dann muss man auch wirklich sagen, das war kein Aufwand. Das war wirklich total easy peasy. Und Einfach fertig gemacht. Also, da total easy. Und äh, warum sollt ihr die, die, das Elixier irgendwo rumliegen lassen? Ist doch Quatsch. Ihr werdet nur unnötig angegriffen. War doch ein geiler Raid, oder nicht? Also, von daher passt das. Jetzt gucken wir mal. YouTube macht mich fame. Ah, da muss eine Menge mehr laufen, auf jeden Fall. Also, ich sehe es ja wirklich selber. Also, von jetzt auf gleich. Ich habe wieder eine Anfrage bekommen von, äh, von jemandem, der schrieb auch: oh, Naja, oh, kannst du uns mal erwähnen? Beziehungsweise kannst du einfach mal, äh, ja, den, den Channel erwähnen. Und ich sage eben auch, ähm, wirklich man muss das selber irgendwo schaffen klar ist das cool wenn man Hilfe kriegt gar kein Thema äh, ich helfe so grundsätzlich auch gerne aber effektiv bringt's nichts weil ich kann ja nicht sagen hey guck mal hier jetzt findet mal den cool oder findet mal den cool ich kann nur sagen hey ich finde den und den Channel geil also sprich es ist meine Meinung ja aber wenn ich jetzt so ich sage hey kommt mal hier die haben sich bei mir gemeldet und äh, jetzt Support die mal ein bisschen oder sowas. Naja, mh, wie soll denn das klappen? Das geht irgendwo nicht, meine Meinung. Ne, aber wie gesagt, zum Beispiel beim King O, da habe ich einfach gesagt: hey, komm, das ist so eine coole Schnalle. Hallo, meine kleinen Freunde! Äh, der darf natürlich gerne mal mit mir aufnehmen. So, ähm. Jetzt genug darum gelabert. So, wir hätten noch genug Kohle für drei Mauern. Die würde ich gerne auch jetzt im Video noch rausknallen. Und dann würde ich sagen, habe ich endlich mal wirklich weitergemacht. Und zwar den Sammler, den Sammler und ich glaube, ich habe sogar noch einen Sammler gemacht, oder? Nee, die Kanone. Weil. Ich dachte dann echt, ey, boah, krass, jetzt hast du irgendwie vier Arbeiter offen, weil ich ja, wie gesagt, übers Wochenende wieder total inaktiv war, weil ich da wirklich den Account liegen lasse und da lasse ich das sein und fertig aus. Jeder andere würde auch sagen, naja, dann sammle doch wenigstens ein, aber ganz ehrlich, da lasse ich wirklich mal. Alle fünf gerade sein und sagen: wir, Ach komm, egal. Dann sitze ich halt denn nur hier und da mal wirklich am iPad und mache das mit meinem Hauptaccount. Ansonsten, ja, Kesselmäßig wisst da selber, da geht es ja. Also, da ist mittlerweile auch 10 teilweise Standard. Also, mit dem großen habe ich auch 10. Ich gucke mal, was ich hier habe: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier habe ich 9. Also, das ist ganz normal mittlerweile. So, jetzt könnten wir theoretisch aber auch. Noch eine Bombe machen. Weil die sehe ich hier jetzt gerade. Die hatte ich schon, die hatte ich schon beide. Jetzt erkenne ich die hier noch. Die können auf. beziehungsweise nicht können, sondern die müssen noch hoch. Ansonsten. Das sex ist auch noch nicht gem Doch, ich wollte schon sagen, das ist auch noch nicht gemaxt, aber das. Es ist eigentlich schade, dass einem das nicht so angezeigt wird. Ey, pass auf, unter dem Rathaus geht's nicht. Dass man erstmal erst raufdrücken muss. Naja, egal. So. Ist das? Nee, bis da glaube ich echt, werde ich jetzt nochmal 500.000 in, in die Mauer stecken. Zack. Und dann jetzt wirklich nochmal sagen: gut, okay, komm, hier, das ist glaube ich ein Tag, genau 24 Stunden bin ich damit dabei. Und dann läuft das. Ne, wie gesagt, ansonsten mit einem Drachen ist das echt eine flinke Sache. Das läuft hier ganz gut. Lakaien habe ich im Upgrade. Da war ja jetzt vor kurzem die Packer, was wirklich ewig gedauert hat. Aber die habe ich hochgezogen. Und dann sieht es langsam echt nett aus. Also klar, Valkyrie noch komplett down. Schweinchen auch. Und das war es dann schon. Wie gesagt, der wird nicht angefasst. Und dann habe ich nur noch die Goblins, die ich dann auf 5 machen muss. Und dann ist der, äh, die, der Text hier auch vorbei. Und. Dann bin ich langsam Max 8, aber halt wie gesagt Mauern noch. Ganz klare Geschichte. Und dann war es das aber auch. Also das, das merkt man jetzt auch wirklich schon, dass ich jetzt merke, oh ja, komm, hier äh, mit den Mauern läuft das immer besser. Also das, das ist ganz nett. Gucken wir mal, was der Aim Break raushaut. Wie gesagt, Town Hall 8. Also, er bestimmt auch, weil Drache 3, King of 8, wird da also Town Hall 8 sein. Und da ist halt wirklich cooles Ding. Hier auch sehr geil. Eine Luftabwehr, die mich gar nicht zu interessieren hat, weil, komm, da drauf gekackt, weißt du. Also, den, den einen dunklen Bohrer, den können wir ganz gechillt mal liegen lassen. Hier schön wegräumen und fertig ist das Ding. Aber so wie das aussieht, wird das sogar noch schön auch die Luftabwehr gekillt. Das wird ein schöner Overkill, Auf jeden Fall. Ein ganz kleiner Overkill Mit schönen fünf Drachen übrig geblieben. Ja. Ne, und wie gesagt, da sieht man doch wieder schön 300k Gold mitgemacht. Was will ich dann mehr? Ja, passt doch auf jeden Fall. Läuft. Einwandfrei. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie es mit meiner anderen Base weitergeht, gucken wir mal da kurz rein. Da sehen wir hier den anderen Gusor. Ja, das ist egal, ob der Anführer ist oder nicht. Da seht ihr es halt wirklich hier die kleinen Änderungen halt noch wirklich hier ein aufgemacht, da wirklich die Sprungfallen jeweils reingesetzt, dass man wirklich wenn die einmal rundherum rennen, halt da noch mal wirklich jeweils bis zu 15 Einheiten sind es ja, also sprich zum Beispiel drei Riesen oder drei Schweine, je nachdem, dann werden die da einfach mal in die Höhe katapultiert und dann passt das. Und wie gesagt, Ziel ist halt wirklich schön, das DLX schön sicher zu halten und dann passt das. So, das soll es auch wieder gewesen sein. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Das wäre eine coole Nummer. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, ich gehe auch dieses Thema bald wieder an mit den Wunschangriffen. Also sprich, da ging es ja noch darum. Oh hier mach mal das, mach mal das. Das ist auch denke ich so eine doch noch ziemlich interessante Geschichte. Und ja, da wird dann bald mal wieder was von mir sehen in dem Bereich. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao ciao.